In einem meiner letzten Videos habe ich gezeigt, wie günstig der Speicher bei Backblaze bei ihrem B2 Cloud Storage Angebot ist. Zusätzlich hatte ich auch noch gezeigt, wie man darauf Backups machen kann. Ein Problem hat aber der B2 Cloud Storage. Er unterstützt keine Standardprotokolle wie FTP oder SMB, sondern nur das S3-Protokoll von Amazon und das kann ich halt aus Windows 10 heraus nicht ohne Zusatzsoftware benutzen. Deshalb zeige ich euch in diesem Video, wie man von Windows auf diesen Speicher vernünftig zugreifen kann. Bei dem Video gehe ich jetzt ganz von vorne vor. Wir legen uns jetzt einen Backblaze-Account an und wir werden dann schauen, mit welcher Software wir darauf zugreifen können. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel schon Backblaze habt, dann macht es natürlich keinen Sinn, dass ihr euch den Teil des Videos anseht. Deshalb habe ich das Video mit Sprungmarken versehen, dass ich euch jetzt hier nicht langweile. Das ist schlecht für die YouTube Watchtime. Das heißt, das Video wird wahrscheinlich dann ziemlich schlecht gerankt werden. Wenn euch das aber gefällt, dass ich euch nicht eure Zeit stehle, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar oder über ein Abo freuen. So, jetzt aber genug geredet, fangen wir mal an. Ich bin bei Backblaze und klicke hier einmal auf Sign Up, um ein Konto zu erstellen. Das Konto ist erstmal kostenlos. 10 GB Speicher sind ja am Anfang zum Testen einfach kostenlos. So, wir sind jetzt eingeloggt in unserem Konto und als erstes werden wir aufgefordert, eine Handynummer zu hinterlegen. Das lässt sich beim B2-Speicher leider nicht umgehen. So, wir haben uns jetzt eingeloggt in unseren Account. Ich würde euch jetzt noch empfehlen, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Aber das ist nicht Thema dieses Videos. Deshalb machen wir jetzt einfach mal weiter und gehen einfach mal zu den Buckets. Bisher habe ich kein Bucket angelegt. Das heißt, ich kann auch noch gar nicht zugreifen. Ich lege jetzt mal eins an. Nenne das Ganze Useful mit Demo. Lass das auf Private und klicke auf Create Bucket. Buckets könnt ihr wie solche großen Ordner verstehen. Jetzt würde ich euch empfehlen, unter App Keys zu gehen und dort würde ich dann tatsächlich einen neuen Application Key anlegen. Hier würde ich dann genau das Bucket auswählen, einfach falls mal so ein Passwort abhanden kommt oder so ein App Key, dass der Schaden begrenzt bleibt, immer nur ein App Key pro Bucket. So, einfach mal hier Create New Key. Wichtig ist jetzt hier, das ist der Application Key, den solltet ihr nicht wie ich hier öffentlich zeigen. Gut, ich lösche meinen danach, das ist nicht schlimm. Der wird hier nur einmal angezeigt. Wenn ihr jetzt hier den rauskopiert und das Fenster schließt, dann ist der weg. Das heißt, den müssen wir jetzt erstmal speichern. Ich mache jetzt mal das Notepad auf. Ihr benutzt selbstverständlich euren Passwortmanager und nicht wie ich nur das Notepad. So, und jetzt war ja die Frage, wie können wir von Windows darauf zugreifen? Und dafür gibt es verschiedene Ansätze, das zu tun. Wir gucken uns jetzt eine kostenlose an, nämlich den CyberDuck. Und der funktioniert zum Beispiel auch unter macOS. Und das Schöne ist auch, dass der kostenlos ist. Es gibt auch den Mountain Duck. Der kann dafür sorgen, dass das Laufwerk gemountet wird. Funktioniert ähnlich, aber wir schauen uns jetzt erstmal an, wie wir einfach darauf zugreifen können. Ich klicke hier einfach auf Download. Und hier gibt es den CyberDuck für Windows. Einfach auf Download klicken, speichern und dann hier bei den Downloads einfach ausführen. Jetzt geht es durch die Installation. Und dann klicken wir hier auf Close. So, dann öffnen wir das Ganze mal. Den CyberDuck. Und hier klicken wir auf Open Connection. Und hier oben müssen wir erstmal auswählen, dass wir den Backblaze B2 Cloud Storage nutzen wollen. Und hier steht jetzt Key ID und Application Key. Das probieren wir gleich mal aus. Die haben wir ja hier gespeichert. Das ist einmal die Key ID und den Application Key müsste ja der da sein. Von daher einmal auf Connect drücken. Und der hat ja auch gleich mein Bucket erkannt, nämlich Useful with Demo. Und jetzt kann ich das hier aufklicken. Und wie man sieht, sieht man nichts, ist ja auch noch nichts drin. Deshalb lege ich mal hier einen neuen Ordner an. So, den finde ich jetzt hier in dem Ordner. Ich gehe mal in den Ordner rein und will ja auch mal was hochladen und was runterladen. Deshalb gibt es hier gerade keine Ahnung. Irgendwas hatte ich mal hier runtergeladen, irgendeinen Imager. Den laden wir mal hoch. Sagt der Upload Complete und wir können jetzt mal bei Backblaze reinschauen. Hier kann ich nämlich auch auf Browse Files gehen. Guck mal hier rein, hier gibt es schon mal den Ordner Test, das ist schon mal gut. Und hier gibt es auch den Imager-Exe. Also das hat funktioniert. Also so ein bisschen wie so ein FTP-Programm mutet mir das hier an. Man kann sich hier mit dem CyberDuck verbinden und Dateien hoch- und runterladen. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Im Abspann blende ich euch noch ein paar weitere spannende Videos ein und natürlich freue ich mich auch über ein Abo.